Willkommen zurück, Freunde, zu einem weiteren Part meines Let's Plays mit Super Mario 3D World. Und in unserem letzten Part waren wir, Gott sei Dank, endlich mal wieder erfolgreich, denn in unserem vorletzten Part, darüber will ich jetzt am besten gar nicht mehr reden, den vergesse ich am besten, also der war einfach nur grottenschlecht und einfach nur von Fails überhäuft und war einfach scheiße, ja, also ich sag's, ich nenne das Wort beim Namen, auch wenn das Wort jetzt nicht so schön klingt, aber es ist einfach Tatsache, denn ich habe mich angestellt wie der dümmste Mensch auf Erden. Habe ich, glaube ich, in dem letzten Video auch schon gesagt, aber ich sage es einfach nochmal, weil es einfach der Wahrheit entspricht. Und wir haben jetzt in unserem letzten Part 4 Levels abgeschlossen, einschließlich dem hier. Und jetzt steht auch schon unser nächster Bosskampf in der nächsten Burg an, aber ich habe gerade gesehen, dass da drüben noch etwas ist. Und da werde ich erst mal vorbeischauen. Es ist eine Todhütte. Und da erwartet uns mit Sicherheit wieder schöne Items. Ich hoffe, dass ich mich für die richtige Geschenkbox entscheide. Ich werde jetzt mal die große nehmen. Und es war sogar die richtige. Ja, nice. Cool. Dann nehme ich Tanuki und ich nehme die Katzenglocke. Tschüss. Die Feuerblume kannst du behalten. Die brauche ich nicht. Tanuki und Katzenglocke sind die coolsten Items, finde ich, in diesem Spiel. Und auch die Doppelkirsche finde ich in diesem Spiel auch richtig, richtig nice. Und nun, ich habe ja erwähnt, dass ich in meinem jetzigen Teil einen anderen spielbaren Charakter nehmen werde. Und zwar habe ich ja gesagt, dass ich Luigi nehme. Und den werde ich auch definitiv nehmen. Denn Luigi soll seine Furcht und seinen Mut hier in dieser Burg unter Beweis stellen. Und zwar heißt dieses Level Sturm auf Bowsers Kugel-Willi-Express. Oh, das klingt vielversprechend. Oh, mit einem Zug. Okay, das sieht cool aus. Oh, und da ist auch schon unser... Ja, wer ist damit hoch? Hallo? Ich will den Stern. Jawohl. Jetzt habe ich zwar meine Tanuki-Verkleidung dafür aufgeben müssen, aber was soll's, egal. Ist nicht weiter tragisch. Denn hier bekomme ich zum Glück schon wieder eine. War jetzt eher Glück, dass ich die bekomme. Das war jetzt wirklich Glück, dass ich die jetzt bekommen habe. Und ich wusste es gar nicht, dass es da nochmal eine Tanuki... Halt, nein! Jawohl, wir haben unseren zweiten grünen Stern erhalten. Wow. Und ich verschwinde hier besser mal, denn hier fühle ich mich definitiv nicht sicher. Los, geht's weg, ihr Blumenflatter-Tiere, was ihr auch immer seid. Oh, okay, damit hatte ich jetzt absolut nicht gerechnet, dass die kaputt... Glück gehabt. Okay, ich gehe mal hier... Nein, ich gehe da noch nicht rein. Ich möchte erst hier schauen, was da ist. Ob hier noch irgendetwas ist. Nein. Ah. Gott sei Dank. Oh mein Gott, das war gerade echt haarscharf. Das war gerade knapp. Ich muss die Katzenglocke nehmen. Ich will das kaputt... Ah, unser Captain Todd. Los, gib mir deinen Stern. Auf geht's. Dankeschön. Wir haben alle drei Sterne gesammelt. Und jetzt fehlt uns noch der Stempel. Aber wo ist der? Wo ist der Stempel abgeblieben? Ist er im Führerhaus? Mal gucken. Ja, ist er auch. Nice. Okay. Wir haben alle Items in diesem Level gesammelt. Und nun können wir auch, denke ich, schon zu unserem nächsten Boss. Doch, wer kommt da jetzt? Kommt wieder Bum Bum? Nein, es kommt Pom Pom. Pom Pom kommt. Ah, okay, die teilt sich in drei. Jetzt teilt sich in vier auch. Und ich muss sie mit dem rosanen Bumerang finden. Jetzt teilt sich in sechs auf. Das war der Kampf. Wirklich? Das war's? Okay, war jetzt eher enttäuschend. Enttäuschend schwach, dieser Gegner. Hätte mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Denn weil er es dachte,
hier in dieser Welt das ein oder andere Level schon etwas schwieriger war, dachte ich, dass vielleicht der Boss auch ein bisschen anspruchsvoller wird, aber da war ich wohl gewaltig auf dem Holzweg. Aber nichtsdestotrotz, Luigi hat seinen Mut und seine Furchtlosigkeit unter Beweis gestellt und hat die dritte Prixie befreit. Daumen hoch dafür, Leute. Mega. Aber es sind noch so viele Stempel, die zusammen sind. Wahnsinn. Aber es sind auch noch 5 Welten offen. Aber ich muss dieses Level nicht noch einmal machen, weil ich es auf Anhieb gemeistert habe mit allen Items, die da zu sammeln sind. Und jetzt baut unsere dritte Prixie eine weitere Glasröhre, dass wir in die vierte Welt vordringen können. Ich bin gespannt, was mich da jetzt für eine Welt erwartet. So, gut. Vielen Dank, liebe Prixie. Dankeschön, Dankeschön. Dann gehen wir mal weiter. Auf los geht's los. Wo komme ich jetzt hin? Oh, es wird dunkel. Was kommt jetzt? Oh, ein Zirkuszelt? Es ist also nochmal ein Endgegner. Von Zischel gewährt eine Audienz von Zischel. Von Zischel. Klingt irgendwie wie eine Schlange von Zischel. Ja gut, dann schauen wir mal, was das für ein Endgegner ist von Zischel. Die Musik ist witzig. Eine Mizi-Glocke bekommen wir noch als Item schön. An was erwartet uns? Ja, das sieht auf jeden Fall interessant aus, dieses Level. So, dann steigt mal aus, lieber Luigi. Wer kommt jetzt? Es ist eine Schlange, ja, von Zischel. Und jetzt? Was muss ich machen? Okay, die pfeift. Ich will hoch, danke. Funktioniert nicht. Doch, jetzt. Ah, ich muss auf ihren Kopf drauf. Eine Stampfattacke ausführen, okay. Jetzt weint sie. Ja, soll sie weinen. Soll sie weinen, die gute von Zischelschlange. Also das Gepfeife hört sich lustig an von der Schlange, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hört sich wirklich lustig an. Jawohl, zweiter Treffer, nice. Der zweite Treffer hat gesessen und dreh die Pirouette. Wow, ja. Wow, ja. Das hört sich echt witzig an, dieses. Ah, Mist, das war jetzt der falsche. Ich muss die nächste Katzenglocke schnell nehmen. Na los, ja, geh hoch. Geh hoch. Was machst du, Luigi? Du sollst hochgehen. Ah, das war ja jetzt wirklich gerade selten doof angestellt wieder. Ich nehme die nächste Katzenglocke. Okay, kommt da irgendwas? Nein. Nö. Ja, so funktioniert es definitiv nicht. Ist doch nicht so einfach als erwartet. Aber ich stelle mich auch gerade wieder an, wie der größte Trottel in Person. Jawohl! Okay, ich habe gar keine Stampfattacke ausführen müssen. Ja, tolle Vorstellungen von Zischel. Aber leider warst du trotzdem hier haushoch unterlegen, würde ich mal behaupten. Nice! Also ich muss sagen, Luigi hat es jetzt zweimal unter Beweis gestellt, wie furchtlos er wirklich ist. Jawohl, wir haben es geschafft und können somit das Level beenden. Nice. Los geht's. Auf zu unserer Zielfahne. Dass wir endlich in die vierte Welt vordringen können. Das wäre nämlich sehr nice, wenn ich das könnte. Mhm. Waha. It's Luigi time. Yeeha. Wir haben es geschafft, Leute. Nice. Wir haben den zweiten Endboss besiegt. Von Zischel. Das freut mich. Sehr gut. Gab es da irgendwie einen Stempel zu holen oder nicht?
Werden wir gleich sehen, ob es einen Stempel gab. Weiß ich jetzt nicht. Nein, gab keinen Stempel, gab bloß einen einfachen grünen Stern zu sammeln. Und wo gelangen wir jetzt hin? In welche Welt? Hilfe, sagt die vierte Prixie. Ja, Luigi, jetzt musst du dich beeilen und sie retten. Wie heißt die Welt? Steht nicht dran. Nö, steht nicht dran. Okay, dann halt nicht. Dann machen wir gleich umsichtig mit diesem Level weiter. Krabbelei im Canyon. Okay. Ja, dann lass mich jetzt einfach mal überraschen, was dieses Level so bereithält, sage ich mal. Luigi, kannst du eigentlich nicht hochkraxeln? Doch, ich wollte gerade sagen, er kann doch normalerweise auch kraxeln. Also die Musik, die kenne ich auch, die kommt auch in Captain Todd Treasure Tracker vor, wenn man, ist da hinten was? Hallo? Nein, da ist gar nichts, okay. Schade, ich dachte, da wäre was gewesen. Aber nochmal auf Captain Todd Treasure Tracker zurückzukommen, also diese Melodie, also sprich dieser Soundtrack, kommt in Captain Todd Treasure Tracker vor, wenn man mit der Lore fährt. Mach die Gegner kaputt, Luigi. Du kannst das, du schaffst das. Ja, und wo ist jetzt mein erster Stern, bitte? Hallo, Sterni. Boah, das war knapp. So, dann schauen wir mal, ob da oben irgendwas ist. Nein, ist gar nichts. Da oben sind nur Münzen. Okay, ja, die brauche ich aber nicht. Da oben ist unser erster Stempel. Beziehungsweise unser Stempel. Unser erster und einziger Stempel in diesem Level. Jawohl. Gut, ich denke, da oben wird was sein. Ja, soll es aber jetzt da mal erstmal hoch. Genau. Brav, Emizi. Gut. Unser erster Stern. Hui. Sehr gut. Mit Bravour bestanden, würde ich mal sagen. So. Dann schaue ich mal kurz ins Fernglas. Nicht runterfallen. Da ist noch ein grüner Stern. Und wo ist der dritte? Ist der da in der Röhre drin? Oh, da muss ich jetzt drauf auf den. Uah. Was ist das für Riesenkrabbelmonster? Ich schau mal da rein. Da ist mit Sicherheit unser dritter. Jupp, ist er auch. Unser zweiter. Grüner Stern, jawoll. Jawollo. Sollte mal da rauskommen irgendwie wieder. So. Und jetzt bitte ohne da in die Stacheln zu treten, bitte. Ui, ui. Uah, was ist das für eine Rumgezittere hier? Gut. Ich darf mich jetzt nicht bewegen. Oh nein, sonst. Uah, ja, aber jetzt muss ich mich bewegen, sonst. Gut. Wir haben es geschafft. Nice. Wir haben das Level gemeistert, Leute. Sehr gut. Sehr gut. Auf Anhieb sogar. Hätte ich jetzt absolut nicht gedacht, dass ich dieses Level auf Anhieb zu 100% abschließe, dass ich alle Items finde. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht daran geglaubt. Aber nice. Cool. Das freut mich wahnsinnig. Sehr gut, Luigi. Ich bin stolz auf dich. Oh, das ist mit diesen Kriech-Piranhas. Das ist irgendein Level mit Kriech-Piranhas auf jeden Fall. Und wo komme ich da raus? Okay. Soll das nur für eine atemberaubende Aussicht sorgen, oder? Das ist ja mal voll für der hohle Stockzahn, diese Röhre. Aber gut, okay. Wir warten mal weiter zu unserem zweiten Level der vierten Welt, der Sumpf der Kriech-Piranhas. Oh, auch noch ein Sumpf. Ist das ein giftiger Sumpf oder einfach nur ein Sumpf, der wohl nicht giftig ist? Werden wir gleich... Doch, der ist giftig. Oh nein. Ich hasse dieses Level. Ich hasse solche Levels. Ich hab's in Captain Todd Treasure Tracker schon nicht so mögen. So, auf Wiedersehen. Soll jetzt aber nicht die Links nehmen.
die Feuerblume, oder? Doch, wäre eigentlich schon sinnvoll, wenn ich sie nehme. Denn dann kann ich nämlich diese Kriegpiranhas zurück in ihre Schranken weisen. Jawohl. Da war jetzt absolut nichts, so wie es aussieht. Keine, ist da wirklich kein grüner Stern? Nichts! Nö. Ist nichts. Okay. Da war jetzt absolut gar nichts, was einem grünen Stern ähnlich gesehen hätte. Gut, dann schauen wir mal weiter. Vielleicht sind ja hier welche versteckt. In diesem Bereich. Gut gesprungen, Luigi. Bin stolz auf dich. Das war jetzt nicht gut. Aber es reicht. Ja, das war sogar unser Austauschstern. Okay. Und auf Wiedersehen, Piranha-Pflanze. Du kriechst, Piranha. So, du gehst bitte auch zurück, da wo du hergekommen bist. Danke. Bitte geh ins Wasser. Danke. Ich gehe jetzt mal selber ins Wasser und schau mal nach. Ja, da unten glitzert auch schon wieder etwas. Unser zweiter Stern. Nice. Cool. Ah, Moment. Da oben ist was. Ah, muss ich jetzt schauen, wie ich da hochkomme. Ja, so mit Sicherheit nicht. Aber so. Ist da oben was? Irgendwas Besonderes? Oder ist es einfach bloß eine Abkürzung? Nein. Es gibt sogar einen Stempel hier. Ja, nice. Gut. Den habe ich nämlich gebraucht. Jetzt muss ich mein Katzenkostüm nehmen. Jetzt schauen wir mal, ob hier unten noch irgendwo etwas zu holen ist. Genau. Irgendein Stern noch. Unser dritter und letzter Stern. Eventuell. Oder ist er erst am Schluss irgendwo von diesem Level? Yippie! Los, hüpfe, was das Zeug hält, Luigi! Hau die Piranha-Pflanze! Hau sie! Hau die Piranha-Pflanze in Grund und Boden, jawohl. Soll erfüllt. Ja, hier war jetzt mal nichts, so wie es aussieht. Nein. Gut, dann denke ich, wird im letzten Abschnitt noch die... der dritte Stern sein. Die dritte Stern, ja, genau. Die dritte Stern. Deutsch lässt mal wieder grüßen. Ja, Tanuki war eigentlich die... das Beste, was ich jetzt bekommen konnte, eigentlich. Oh. Das ist auch eine blöde... Oh, das könnte schwierig werden. Los, renn! Boah, ist das schlecht. Boah, das hätte ich jetzt locker schaffen können eigentlich. Boah, war das schlecht schon wieder. Mist, verdammter. Das war jetzt wieder eine Darbietung. Nee. Also das war jetzt richtig schlecht. Das hätte ich schlafen. Das hätte ich schaffen können. Und mein Deutsch lässt auch gerade wieder gewaltig zu wünschen übrig. Aber egal. Muss ich es halt nochmal ganz schnell... durchrennen, dieses Level, dass ich den dritten kleinen Stern noch einsammeln kann. Also das war jetzt echt übrig, weil ich ihn wieder so selten dumm angestellt habe. Immer wenn es schnell gehen muss, dann verpatze ich. Das ist grundsätzlich so bei mir. Ist grundsätzlich so, dass ich einfach in so Jump-Run-Spiele kein Genie bin. Aber wir gehen davor noch in die Tombola, beziehungsweise zu dem Automaten. Und werden da, wenn möglich, natürlich die 4 Katzenglockenbilder zum Halten bringen, dass ich wieder die maximale Anzahl an Münzen bekomme. Nein, jetzt war ich zu spät, war schon schlecht. 100 Münzen, wow. Das erste Mal, wo ich es jetzt nicht geschafft habe. Aber ist ja nicht so schlimm. Egal. Diesmal nur ein Leben bekommen, aber besser eins wie keins. So, jetzt muss ich nochmal zurück zu dem Kriegpiranha-Level. Ich brauche den dritten grünen Stern. Also, das heißt jetzt durchrennen, wenn möglich. Du blöde Piranha! Pflanze da.
Die Tanuki-Verkleidung, die hätte ich jetzt schon noch gerne behalten. Die hätte mir nämlich wahrscheinlich schon noch geholfen in diesem Level. Nein, du gehst bitte. Du blöde. Ha. Muss ich echt die Katzen. Echt die Katzenglocke für dich nehmen. Aber gut. Mit der kann ich wenigstens angreifen. Ist egal. Mit der kann ich wenigstens angreifen. Das ist der einzige Vorteil, den ich habe mit der Katzenglocke. Dass ich mit der wenigstens noch angreifen kann. Mit dem Rest geht es ein bisschen schlecht. Schnell schwimmen, was das Zeug hält, Luigi. Ja, das wollen wir nicht nehmen. Die Endlos-Münzen-Blöcke, die sind eh komplett überflüssig, wenn man es schnell durchspielen will. Oder wenn man eher schauen muss, dass man es schnell irgendwie schafft, dieses Level. Oh, ein Stern. So. Also, diesmal werde ich es schaffen. Diesmal werde ich es schaffen. Jawohl! Und da haben wir ihn, unseren dritten und letzten Stern. Nice. Das heißt, bloß noch sicher ins Ziel kommen. Sonst war es das gewesen. Aber warum greifst du nicht an, du blöder Luigi? Oh, das war knapp. Das war gerade knapp. Huiuiui! Hätte jetzt echt schon wieder ins Auge gehen können, wenn es blöd gelaufen wäre. Ja, fast. Okay. War in Ordnung. Aber immerhin haben wir jetzt den dritten grünen Stern gesammelt und können jetzt weitermachen mit unserem nächsten Level. Von der Zeit her müsste es noch gehen. Ich bin noch relativ gut in der Zeit. Wie gesagt, das nächste Level ist ja jetzt ein Zwischengegner. Aber natürlich schaue ich noch davor in dem Todd-Haus vorbei. Ich möchte wieder Items haben, Todd. Hast du was Schönes? Ich nehme jetzt mal das Kleine. Jawohl. Katzenglocke und Tanuki. Nehme ich in Gewahrsam und tschüss. Wiedersehen. Dankeschön. So. Jetzt kann es dann weitergehen mit dem Zwischenboss. Was ist denn das? Ein Felsbrocken? Aus dem Weg Karumpelbande. Die heißen jetzt nicht ohne Scheiß Karumpel. Das ist ein geiler Name, Karumpel. Hört sich witzig an, Karumpel. Hört sich lustig an. Mal schauen, wie stark ihr seid. Was muss ich jetzt machen? Euch in Lava? Ey! Da wieder blöd von mir angestellt. Auf Wiedersehen. Ach, das war's schon. Okay. Also ich hab die eigentlich nur... Ich hätte sie eigentlich alle nur in Lava schmeißen müssen, aber... Ich konnte sie auch gegenseitig kaputt machen. Also passt. Ich hab's jetzt wieder meine Tanuki-Verkleidung verloren. Sorry, meine Katzenverkleidung. Tanuki habe ich ja, glaube ich, noch. Wenn mich nicht alles täuscht. Außer diese Blinkblöcke, oh je. Dieses... Also dieses Level kann auch... schwierig werden. Tanz in der Wolkendisco. Ach, du Kacke. Das ist das vierte, das ist das dritte Level. Nee, Leute, also ich würde sagen, ich mache das in meinem nächsten Let's Play-Teil, denn es könnte sein, dass ich da wahrscheinlich wieder länger verharren werde an diesem Level. Das ist wieder mit blinkenden Steinchen und Gottzeuge-Level. Könnten mir echt das Genick brechen. Ich hoffe, dass es nicht so schwer ist. Aber das werde ich in meinem nächsten Let's Play-Teil in Angriff nehmen und... In Angriff nehmen und ich hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich war relativ erfolgreich mit Luigi. Klar, bis jetzt auf das letzte Level, wo ich den grünen Stern nicht im ersten Durchgang gesammelt habe, weil ich einfach zu blöd war, die grünen Münzen einzusammeln. Aber sei es drum, Luigi hat seinen Soll erfüllt und in unserem nächsten Let's Play-Video werde ich, denke ich, wieder Todd nennen. Also ich mag Luigi und Todd eigentlich hier in diesem Spiel am liebsten und mit denen werde ich jetzt immer abwechselnd spielen. Vielleicht nehme ich auch mal Mario, aber ich denke, in meinem nächsten Let's Play-Teil werde ich wieder zu Todd tendieren. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich auch schon und sage hiermit, macht's gut,
haltet die Ohren steif und bis zu einem weiteren Part mit Super Mario 3D World. Haut's rein, Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.